Halli und hallo! Herzlich willkommen zu Super Mario Omega! Hier sind sie wieder, Super Mario und Super Luigi! Heute zeigen wir euch Game Tour Hills 1. Bestückt mit Feder und 3 Leben starten wir in das Level und sind gespannt, was uns erwartet. Eine wüstenähnliche Szenerie, Savannen-Style und ein Hinweis auf ein Powerblock, dass dieser Block natürlich unsichtbare Blöcke hervorheben kann. Lass uns los einsteigen in das Spiel und den Koopa Troopa einfach mal Hallo sagen. Wir akzeptieren, dass er da ist. Nehmen uns das Jump Pad. Springen einmal ganz entspannt auf den Panzer, als wenn nichts gewesen wäre. Sammeln uns die Feder wieder ein. Sehen da einen goldenen Pilz, ja? Einen goldenen Pilz da unten und immer Turbo Boost fahren, aber wir sind hier nicht bei Mario Kart. Wir springen also weiter, schnappen uns den P-Block und gucken noch mal, was passiert. Und laufen und laufen und laufen und sehen da unten blaue Münzen und blaue Fragezeichenblöcke. Und wir laufen und lassen uns treffen und freuen uns, dass wir abstürzen. Ja, also das war der erste Versuch von Game Tour Hills 1. Lass uns nochmal einsteigen. Wir haben ja noch ein paar Leben. Mal sehen, was noch alles passiert. Der Tag ist ja noch jung. Also schauen wir mal, womit wir heute noch alles überrascht werden. Zuerst schnappen wir uns den super duper Hamburger in Form von Mushroom und nehmen ein Frühstück zu uns, springen durch die Gegend und freuen uns des Lebens. Deswegen sammeln wir die Yoshi-Münze ein mit dem A drauf und nennen sie jetzt ab jetzt Alpha-Münze. Wir freuen uns wie ein Karussell und müssen das natürlich mit der Feder zum Ausdruck bringen. So, da war ein kleiner Fehler bei der Aufnahme passiert, das macht nichts. Wir sind ja noch dabei beim Trainieren und sammeln ganz entspannt den Midpoint ein, gehen durch das Level, schießen die Pflanzen ab, sehen vor uns eine Schildkröte, die wir wieder volle Kanne abknallen, sehen, dass wir vorangehen, ein Kaktus, auf den wir doch sehr gerne hüpfen. Ja, noch unser Baseball-Freund, der Freund von American Football. Muss auch mal, dem Charlie muss auch mal Hallo gesagt werden. Wir freuen uns über die Vielfalt der Gegner, die hier zugegen ist. Ja, wenn wir Münzen sammeln könnten, dann würden wir jetzt eine sehr, sehr, sehr schwere Tasche mit uns mitschleppen. Die wir aber nicht sehen. Deswegen vertrauen wir einfach drauf, dass der schon richtig rechnet. Also schauen wir wieder mal, dass wir nach rechts gehen müssen und sehen hier ein wenig Feuerwerk. Unser Kollege hier, der hat immer Minderwertigkeitskomplexe, dem muss man nochmal sagen, dass er einfach nur nervt. Und wir gehen weiter und begeben uns zum Ziel, genau direkt da rein. Sehen, wir haben 70%, 70 Punkte, sammeln noch 7, damit wir 77 haben. Zweimal die 7, wunderbar gemacht. Wir sind durch. Leute, das war's mit Game Tour Hills 1. Woohoo!